NaCl oder Natriumchlorid. Besser bekannt unter dem Namen Steinsalz. Ein für Mensch und Tier lebensnotwendiges Mineral. Schon der römische Geschichtsschreiber Cassiodorus meinte, der Mensch könne zwar ohne Gold, nicht aber ohne Salz leben. In Bord, am linken Niederrhein zwischen Rheinberg und Wesel, befindet sich das Steinsalzbergwerk der deutschen Solvay. Hier wird das Mineral aus der 1897 entdeckten niederrheinischen Salzpfanne abgebaut. Das gewonnene Salz ist mit rund 99% NaCl von hoher natürlicher Reinheit. Produziert werden Industriesalz, zum Beispiel für die chemische Industrie, Gewerbesalz, zum Beispiel für Gerbereien und zur Wasserenthärtung, Auftausalz und Speisesalz. Die Jahresförderung liegt bei 2 bis 2,5 Millionen Tonnen, die Tageskapazität bei 10.000 Tonnen. Markante äußere Kennzeichen des Bergwerks sind links der 1967 errichtete Betonförderturm mit der Gefäßförderung und rechts das Doppelfördergerüst für Seilfahrt und Materialtransport. Im Obergeschoss des Betonförderturms ist die Fördermaschine untergebracht. Sie zieht die vollbeladenen Gefäße, auch Skips genannt, vom Füllort in 740 Metern Tiefe innerhalb einer knappen Minute zur Hängebank. In dieser Entladestation öffnen sich die Skips automatisch, 20 Tonnen Salz fallen heraus. Pro Stunde werden bis zu 40 Skips gezogen. Kennzeichen jedes Bergwerks und vieler Industrieanlagen sind die endlos scheinenden Förderbänder, die das gewonnene Gut transportieren. In diesem Fall nur Salz. Denn im Gegensatz zum Steinkohlebergbau fällt hier kein Nebengestein an. Die Aufbereitung von Steinsalz in knappen Worten: brechen, mahlen, sieben und verpacken. Das in Walzenstühlen zerkleinerte Salz wird in verschiedene Korngrößen abgesiebt. In regelmäßigen Abständen überprüfen die Mitarbeiter die festgelegten Spezifikationen. Mit anderen Worten, bei der Qualitätskontrolle stellen sie fest, ob die verschiedenen Korngrößen stimmen. Auch diese Maßnahme steht im Zusammenhang mit der erfolgten Zertifizierung des Bergwerks nach DIN ISO 9001, die gewährleistet, dass zur Qualitätssicherung alle Prozessabläufe ständig überwacht und verbessert werden. Die Verpackung. Ein Großteil der Produkte wird hier abgefüllt, sei es in Großgebinden oder in Haushaltspackungen. Dem Verbraucher am geläufigsten ist das Speisesalz, das an der Gesamtproduktion allerdings nur einen Anteil von etwa 5% ausmacht. Die Anlage kann bis zu 24.000 Pfund Pakete pro Stunde abfüllen und fertig verpacken. Was das 500-Gramm-Päckchen für den normalen Haushalt ist, der Zentnersack für die Großverbraucher. Allerdings geht der Trend hier neuerdings mehr zu 25 Kilo und 10 Kilo Säcken. Zum Abnehmerkreis gehören hauptsächlich die Lebensmittelindustrie, Fleischwarenfabriken, Großbäckereien, aber auch die Gastronomie. Das im Moment abgefüllte Speisesalz
ist im Siedeverfahren gewonnen, also durch Verdampfen von salzhaltigem Wasser. Die Saline Bord. Das bergmännisch gewonnene Salz wird aufgelöst, gefiltert und rekristallisiert. Damit erreicht man eine Reinheit von 99,9%, wichtig zum Beispiel im medizinischen Bereich für Infusionslösungen. Ein weiteres Produkt sind Tabletten aus reinem Siedesalz. Sie dienen der Regenerierung von Wasserenthärtungsanlagen. Diese entziehen dem Wasser Stoffe, die sich sonst als Kesselstein absetzen und die Rohre verstopfen würden. Im Großen wie im Kleinen, Gurtbänder für den Transport. Die in 25 und 50 Kilo Säcke abgefüllten Salztabletten gehen hauptsächlich an Krankenhäuser, in den Sanitärgroßhandel, in Baumärkte oder auch an Hotels. Zurück zum Steinsalz. Die riesige Halle hat ein Fassungsvermögen von 80.000 Tonnen. Hier lagern Salzvorräte, die je nach Anforderungen zu Gewerbe- oder Auftausalz verwendet werden können. Die Tendenz beim Auftausalz ist seit einigen Jahren rückläufig. Ein verändertes Umweltbewusstsein und neue Streutechnologien haben hier den Absatz deutlich zurückgehen lassen. Salz ist Ausgangsmaterial für viele Produkte, so auch für die Herstellung von Soda, für die der Belgier Ernest Solvay, hier eine Aufnahme aus dem Jahre 1860, ein neues Verfahren erfand. Dieses meldete Solvay 1861 zum Patent an und entwickelte es so weiter, dass er bald darauf die Produktion in größerem Umfang aufnehmen konnte. 1880 übernahm Solvay im oberrheinischen Wielen eine Sodafabrik. Das Salzvorkommen, ein nahegelegener Kalksteinbruch und der Rhein als Wasserlieferant waren günstige Bedingungen für die Einführung des Solvay-Verfahrens in Deutschland. Mitte der 1880er Jahre wurde die Deutsche Solvay-Werke Aktiengesellschaft mit Sitz in Bernburg an der Saale gegründet. Hier die Saline der damaligen Anlage. Die Suche der Solvay-Werke nach einem ruhrgebietsnahen Standort für eine Sodafabrik hatte um die Jahrhundertwende Erfolg. Die Wahl fiel auf Rheinberg. Im Amtsblatt der Regierung Düsseldorf die Konzessionen für den linken Niederrhein, für Steinsalz und Steinkohle, die hier übereinander gelagert sind. Die Genehmigungen umfassen ein Grubenfeld von insgesamt 88 Quadratkilometern. 1906 begannen in Bord die Abteufarbeiten, die sich aufgrund der geologischen Bedingungen und der Anwendung des noch nicht ausgereiften Gefrierschachtverfahrens rund 1,5 Jahrzehnte hinzogen. 1924 konnten die Bergleute eine erste Sohle im Steinsalz ansetzen. Hier das Füllort von Schacht 2 in 740 Metern Tiefe. Rund 70 Jahre später. Nicht nur das äußere Erscheinungsbild des Bergwerkes hat sich gewandelt, auch die 740-Meter-Sohle, wie überhaupt die besondere Welt unter Tage, ist kaum wieder zu erkennen. Gemeinsam mit zwei Bergleuten fahren wir ein. Links Thomas Brinkmann, rechts Guido Kunze, beide Bergmechaniker. Keine Zeit oder keine Lust? Man hat schon Lust, also, ja, klar. Wenn man keine Zeit hat. Das Stempeln dient nicht nur der Arbeitszeitkontrolle, sondern auch als Nachweis der Anwesenheit unter Tage. So kann stets überprüft werden, ob nach Schichtende alle Bergleute ausgefahren sind. Ich muss schon etwas kurz haben.
die Hängebank. Von hier aus fahren die Bergleute im Förderkorb ein, heute zusammen mit dem Filmteam. Deshalb auch der ungewöhnliche Zeitpunkt für den Beginn der Frühschicht von Brinkmann und Kunze, später Vormittag. Ganz vorschriftsmäßig, der Besucher wird beim Einsteigen in die Mitte genommen. Einfach drücken, und einfach drücken und auf geht's. Ja? Ja, ja. Ja, das ist also jedes Mal wieder ein merkwürdiges Gefühl, wenn man es nicht gewohnt ist, einzufahren. Ne? Ja, klar, das macht sich dann im Magen wirklich doch ganz schön bemerkbar. Ja, ja. Mit diesem Druck auf den Ohren. Druck auf den Ohren, ja. In welche Teufel fahren wir denn jetzt ein? Wir fahren jetzt auf 740 Meter. 740 und innerhalb der Sohle geht es ja nochmal ein bisschen weiter runter, ne? Ja, bis zum Arbeitsplatz auch nochmal einige Meter, so circa 90 bis 100 Meter. Ja, ja. Und wie lange fahren wir? Circa 100 Sekunden. 100 Sekunden? Ja, so ungefähr. Wie lange macht ihr das eigentlich schon? Also ich habe 1987 meine Lehre begonnen als Werkmechaniker hier auf dieser Schachtanlage und bin auch seitdem als Werkmechaniker tätig. Was ist das eigentlich alles, Bergmechanik? Ich habe immer gedacht, das ist eigentlich nur Baggerführer, aber das stimmt ja gar nicht, ne? Nein, also bei uns sind mehr oder weniger Leute, die flexibel einsetzbar sind. Ja. Und Sie? Ja, ich bin also auch gelernter Bergmechaniker, allerdings nicht hier, sondern auf der Steinkohle. Ach, auf der Steinkohle. Wo haben Sie gelernt? In Kaplinfurt, Schachtanlage Friedrichshain. Ah, das ist ja gleich um die Ecke hier, ja, ne? Ja, da ist nicht weit. Sind Sie vom Niederrhein? Von Isso. Ah, von Isso. Von Isso, ja. Ja, und auch. Also ich bin ja jetzt auch seit 6 Jahren hier auf der Saale tätig. Ja. Ja. Und heute fahren Sie den Truck, das ist richtig. Ich fahre den Truck. Sie fahren den Bagger, ne? Ja, ich werde den Bagger führen. Ja. Ja. Da geht's in die Knie. Ja, jetzt bremst noch. Ja. So, jetzt sind wir auf 740. Ja, jetzt richtig. Sind wir unten auf 740. Zulässig auf den 4 Böden des Förderkorbs sind 34 Personen. In der östlichen Förderung können in beiden Trumps aber auch Lasten befördert werden. Die Ausführsignale mit den Schlagfolgen sind bei Transporten für den Fördermaschinisten bestimmt. Im Vergleich zur Steinkohle ein ungewohntes Bild unter Tage. Aufgrund der geologischen Gegebenheiten ist das Salzbergwerk nicht schlagwettergefährdet. Die Bergleute können also gefahrlos zum Beispiel mit Jeeps zu ihrem Arbeitsplatz vor Ort fahren. Über das Straßennetz der Betriebsführer unter Tage, Herbert Koppitsch. An Fahrstrecken stehen etwa 60 Kilometer zur Verfügung. Das heißt, wir müssen also mit Pkw, mit Jeep-Einsatz hier fahren. Heute ist unter Tage ein hoher Stand an Technisierung erreicht. Die Anfänge der Salzgewinnung liegen über Tage. Schon in der Jungsteinzeit lernten die Menschen, das lebensnotwendige Salz durch Verdampfen von Meer- und Quellwasser zu produzieren. Der Besitz solcher Quellen und die Kontrolle des Salzhandels bedeuteten gleichzeitig Macht und Reichtum. So spielten auch die mittelalterlichen Salzstraßen eine wichtige wirtschaftliche und politische Rolle. In Mitteleuropa erschienen als erste Salinenstädte im 12. Jahrhundert Reichenhall, Hallein und Lüneburg. Was fast wie eine vereiste Straße aussieht, besteht in Wirklichkeit aus Salz. Die hohe Festigkeit des Minerals und eine zusätzliche Oberflächenbehandlung lassen die Sohle problemlos befahren. Die Werkstatt in 740 Metern Tiefe gewährleistet den reibungslosen Ablauf des Kfz-Betriebes. Zur Funktion der Leiter der Werkstatt, Fahrsteiger Wienen. Ja, in dieser Kfz-Werkstatt werden die Maschinen zusammengebaut, gewartet und repariert. Die Großmaschinen werden von über Tage in Einzelteile runter transportiert über Schacht 1 und kommen dann hier zu der Werkstatt und werden dann zusammengebaut. Da ist die einzige Kraftfahrzeugwerkstatt unter Tage. Wohl unten im Revier haben wir noch einen Wartungsplatz, wo die Fahrzeuge gewartet werden. Sprich abschmieren, Ölwechsel und sauber halten.
Holz ab. Ja, hier ist alles klar. Wie sieht denn aus? Was haben wir nachziehen oder was? Wir haben jetzt soweit fertig, jetzt gehen wir gleich wieder nach vorne. Alles klar. Die mannshohen Reifen gehören zu den großen Radladern, die ebenfalls unter Tage montiert und gewartet werden. Zur allgemeinen Ausstattung des Fuhrparks noch einmal Fahrsteiger Wienen. Wir haben hier unter Tage 110 Kraftfahrzeuge. Davon sind 8 Großfahrzeuge, also diese Muldenkipper, sprich Kirona-Truck. Und diese Radlader haben wir 4 große Radlader, nur mit 9 Kubik Schaufel. Und dann haben wir noch Geländewagen und Unimogs. Frühstückspause in der Kfz-Werkstatt. Die durchschnittliche Temperatur unter Tage liegt bei 28 bis 30 Grad. In besonderen Bereichen ist das Rauchen erlaubt. Ein gravierender Unterschied zum Steinkohlebergbau. Insgesamt sind in der Werkstatt etwa 25 Mechaniker beschäftigt. Am stärksten besetzt ist die Frühschicht. In der Mittagsschicht werden meist nur Wartungsarbeiten vorgenommen. Die Tankstelle liegt im Eingangsbereich der Werkstatt und gehört auch in deren Zuständigkeit. Die Großfahrzeuge werden direkt vor Ort mit dem Tankwagen beliefert. Auf den ersten Blick Bürokratie pur. Aber wie überall im Bergbau stehen Organisation und Effizienz an erster Stelle. Werkstätten, Tankstelle, Radlader, Kiruna-Trucks. Unverzichtbare Bestandteile der hochtechnisierten Welt unter Tage. Sie alle erst ermöglichen, fachgerecht durch die Bergleute bedient, die Gewinnung des Steinsalzes. Dazu sind verschiedene Arbeitsabläufe notwendig, die wir im Einzelnen verfolgen wollen. Wir stehen hier in einem Schnitt, der von einem Marietta-Miner hergestellt worden ist. Was ein Marietta-Miner ist, darüber werden wir später noch sprechen. Zunächst einmal einige Fragen an Heribert Kopitsch. Er ist Betriebsführer Untertage und damit zuständig für den technischen Bereich. Herr Kopitsch, Sie kommen ja eigentlich aus dem Steinkohlebergbau. Ja, so ist es. Ich bin von 1954 bis 1971 im Steinkohlenbergbau tätig gewesen, bin gebürtiger Essener, habe auf den Essener Steinkohlenzechen gearbeitet, bin dann nach Norden gewandert, Schachtanlage Wulfen, von 64 bis 71 und habe mich dann 71 hier bei den deutschen Sauberwerken auf dem Steinsalzbergwerk Bord beworben und bin seitdem hier tätig. Was ist eigentlich der grundsätzliche Unterschied zwischen Steinkohle und Steinsalz? Ja, man kann zum Ersten sagen, dass das Mineral nicht brennt, dass es kein Grubengas gibt auf diesem Steinsalzbergwerk und dass wir kein Wasser in der Grube haben. Also Wasser, was von der Tagesoberfläche hier eindringt. All das Wasser, was wir gebrauchen hier unter Tage, müssen wir durch eine gesonderte Schachtleitung ins Bergwerk hinunterführen. Man könnte also dieses Salz so als Speisesalz verwenden? Genau so ist es, Herr Heinzmann. Wenn ich das hier abnehme und wir hätten jetzt hier eine Tomate oder ein Eichen, könnten wir es draufbröseln, aber Sie sehen, es schmeckt auch so ganz gut. Der Marietta-Miner, der in dieser Version seit 1981 im Steinsalzbergwerk im Einsatz ist. Noch einmal Heribert Kopitsch. Ja, diese Maschine ist eine Vollschnittgewinnungsmaschine, die einen Querschnitt von 11,5 Quadratmeter aus dem Salz herausschneidet. Mit einer Schneidgeschwindigkeit von 30 cm pro Minute. Das heißt, wir schneiden pro Schicht etwa 50 Meter Schneidlänge auf.
Der Marietta-Miner ist angelaufen. Die beiden Rotoren mit insgesamt 162 Schneidmeißeln haben sich in Bewegung gesetzt, um den Streckenquerschnitt zu erweitern. Ein Kratzförderer transportiert das losgeschnittene Haufwerk durch die Maschine hindurch nach hinten. Der Marietta-Miner verfügt über eine Laserinstallation, damit die Vortriebsrichtung präzise eingehalten werden kann. So ist es möglich, dem erstellten Kammerprofil, das die optimale Salzqualität einer Abbaukammer aufzeigt, Zentimeter genau zu folgen. Der fertiggestellte Vortrieb, die erste Abbauphase. Ständig kontrollieren Aufsichtspersonen den Schnitt insgesamt und besonders die Decke, von den Bergleuten Firste genannt. Eine andere Art der Streckenauffahrung erfolgt durch Bohr- und Sprengarbeit. 7 oder 14 Meter tiefe Sprenglöcher werden nach einem ganz bestimmten Schema abgebohrt. Am Bohrwagen arbeitet ein Maschinenbediener, von dem besonders Augenmaß, Konzentration und Fingerspitzengefühl gefordert sind. In einer benachbarten Kammer ist gerade der Sprengtrupp tätig. Zünder, Schlagpatrone und Zündkabel werden vorbereitet und in die Bohrlöcher eingeführt. Bei dem Sprengstoff handelt es sich um einen losen Sicherheitssprengstoff aus Ammoniumnitrat. Er kann sich nicht selbst entzünden, dafür ist die Schlagpatrone notwendig. Sprengtermin ist täglich um 13.30 Uhr zwischen Früh- und Mittagsschicht, wenn alle Bergleute, mit Ausnahme der für die Sprengung Verantwortlichen, das Abbaurevier verlassen haben. Das Salz hat eine sehr hohe Standfestigkeit. Hier ist also kein bergmännischer Ausbau mit Kappen oder Schildern notwendig, wäre bei diesen Ausmaßen auch gar nicht möglich. Zwischen den einzelnen Abbaukammern bleiben rund 60 Meter breite Pfeiler stehen. Zwar ist das Hangende recht stabil, trotzdem werden zur Sicherung gegen Abschalungen Spreizhülsenanker gesetzt. Eine Art Spreizdübel, der festgedreht wird. Die Bergleute rechnen mit einer Dichte von einem Anker pro Quadratmeter. Die gesetzten Firstanker ergeben zusammen mit der Deckenstruktur ein fast surreales Muster. Immer wieder die Kontrolle durch Aufsichtspersonen. Ob Gefahr besteht durch lose Salzbrocken, sei es am Stoß oder in der Firste.
Die beiden Bergmechaniker, die wir vorhin beim Einfahren begleitet haben, sind inzwischen längst vor Ort an ihrem Arbeitsplatz. Der Baggerführer belädt die Mulde mit rund 50 Tonnen Salz. Durch Sprengungen ist nach und nach die endgültige Größe der Abbaukammer erreicht worden. 20 Meter breit, 20 Meter hoch, 600 Meter lang. Rund eine halbe Million Tonnen Salz. Salz hatte nicht nur politische und wirtschaftliche Bedeutung, wie unter anderem die bis vor kurzem erhobene Salzsteuer zeigt. Es spielte stets auch in Kult, Religion, Aberglaube eine große Rolle. Es bedeutete Unzerstörbarkeit und Dauer, wirkte lebensfördernd und unheilabwehrend. Deshalb wurde es lange als heilige Gabe betrachtet. Im Volksglauben sind Brot und Salz der Inbegriff der Hausnahrung und verkörpern gleichzeitig Ergebenheit und Treue. Darum auch die Furcht, Salz bei Tisch zu verschütten. Streit, Tränen, Unglück stünden sonst ins Haus. Als Zeichen der Verbundenheit erhält ein Besucher etwas Salz. Ebenso die Besitzer beim Einzug in ihr neues Haus. Darüber hinaus gehört Salz auch heute noch zu den Universalheilmitteln in der Volksmedizin. Ein beeindruckendes Fahrzeug. Der rund 30 Tonnen schwere Kiruna-Truck, der mit Leichtigkeit die großen Wechselmulden aufnimmt und transportiert. Die Versorgungsleitung für den Bagger. Soweit wie möglich sind die Arbeitsmaschinen unter Tage elektrisch betrieben, um die Luft sauberer zu halten. Die Arbeit unter Tage im Salz ist hart und schweißtreibend. Eine gefährliche Berufskrankheit wie in der Steinkohle kann hier jedoch nicht vorkommen. Silikose oder Steinstaublunge. Baggerführer und Truckfahrer füllen und bewegen pro Schicht bis zu 2000 Tonnen. Bei reibungslosem Ablauf sind dies etwa 40 Mulden. Der Truck ist an der nächstgelegenen Kippstelle angelangt. Der Fahrer leert die Mulde. Das Salz fällt in einen Brecher und von dort zerkleinert auf das Förderband. Im gesamten Grubenfeld sind 6 solcher zentralen Kippstellen in Betrieb.
Auf dem Steinsalzbergwerk Bord sind über und unter Tage rund 500 Mitarbeiter beschäftigt. Die Belegschaft kommt hauptsächlich aus den umliegenden Gemeinden, teilweise in der zweiten oder dritten Generation. Salz. Ein unentbehrlicher Rohstoff für die Industrie und ein lebensnotwendiges Mineral, hinter dessen Geschichte und Gewinnung sehr viel mehr steckt, als man beim Salzen einer Suppe annehmen mag.